weiße Wolf. Einst ritt ein König zur Jagd in einen großen Wald. Dort verirrte er sich und musste manchen Tag und manche Nacht darin umherwandern und fand dennoch nicht den rechten Weg, so dass er Hunger und Durst leiden musste. Endlich begegnete ihm ein kleines, schwarzes Männlein. Das fragte der König nach dem rechten Weg. »Na, ich will dich wohlführen und geleiten«, sagte das Männlein, »aber dafür musst du mir geben, was dir aus deinem Haus zuerst entgegenkommt.« Der König war von Herzen froh darüber und sprach unterwegs: »Du bist brav, Männchen, wahrlich. Und wenn mein bester Hund mir entgegenliefe, so wollte ich ihn dir doch gern zum Lohne geben.« Das Männlein aber erwiderte: »Deinen besten Hund, den mag ich nicht. Mir ist was anderes lieb.« Wie sie nun beim Schloss ankamen, sah des Königs jüngste Tochter ihren Vater geritten kommen und sprang ihm fröhlich entgegen. Als sie ihn aber in ihre Arme schloss, sprach er: »Oh, ich wollt, mein bester Hund wär mir entgegengekommen.« Über diese Reden erschrak die Königstochter, weinte und rief: »Wie, mein Vater, ist dir denn dein Hund lieber als ich, und sollte er dich froher Willkommen heißen?« Aber der König tröstete sie und sprach: »O, liebe Tochter, so war das gewiss nicht gemeint.« Und erzählte ihr alles. Sie aber blieb standhaft und sagte: »Es ist besser so, als dass mein lieber Vater umgekommen wäre im wilden Wald.« Und das Männchen fügte hinzu: »Nach 8 Tagen hol ich dich.« Und richtig, nach 8 Tagen kam ein weißer Wolf in das Königsschloss, und die Königstochter musste sich auf seinen Rücken setzen. Und heißa ging's durch dick und dünn, bergauf und bergab. Die Königstochter konnte das Reiten auf dem Wolf nicht länger aushalten und fragte: »Ist es noch weit?« »Schweig! Weit, weit ist's noch zum gläsernen Berge. Schweigst du nicht, so werf ich dich herunter.« Nun ging es wieder so fort, bis die arme Königstochter zagte, klagte und fragte, ob es noch weit sei. Da sagte ihr der Wolf dieselben drohenden Worte und rannte fort immer weiter, bis sie schließlich zum 3. Mal die Frage wagte. Da warf er sie auf der Stelle von seinem Rücken herunter und rannte davon. Nun war die arme Prinzessin ganz allein in dem finsteren Wald und ging und ging, hoffend doch irgendwann einmal zu Leuten zu kommen. Und tatsächlich, endlich kam sie an eine Hütte, da brannte ein Feuerchen. Und da saß ein altes Waldmütterchen, das hatte ein Töpfchen auf dem Feuer. Da fragte die Königstochter: »Mütterchen, hast du denn den weißen Wolf nicht gesehen?« »Oh nein, da musst du den Wind fragen. Der fragt überall herum. Doch bleib doch vorerst ein bisschen hier und iss mit mir. Ich koch hier ein Hühnersüppchen.« Das tat die Prinzessin, und als sie gegessen hatten, sagte die Alte: »Hier, nimm die Hühnerknöchelchen. Du wirst sie gut gebrauchen können.« Dann zeigte ihr die Alte den Weg zum Wind. Als die Königstochter bei dem Wind ankam, fand sie ihn ebenfalls am Feuer sitzen und sich eine Hühnersuppe kochen. Auf ihre Frage nach dem weißen Wolf antwortete er ihr: »Liebes Kind, ich habe ihn nicht gesehen. Ich bin heute nicht ausgegangen. Ich wollte mich einmal hübsch ausruhen. Frage die Sonne, die geht doch jeden Tag auf und unter. Aber erst mache es wie ich. Ruh dich aus und iss mit mir. Du kannst hernach alle Hühnerknöchelchen mit dir nehmen. Du wirst sie wohl gebrauchen können.« Als dies geschehen war, machte sich die Kleine auf den Weg zur Sonne. und es ereignete sich dasselbe wie beim Wind. Die Sonne kochte sich gerade eine Hühnersuppe. Auch sie hatte den weißen Wolf nicht gesehen und lud die Prinzessin zum Mittagessen ein. »Du musst den Mond fragen, denn wahrscheinlich läuft der weiße Wolf nur des Nachts. Und da sieht der Mond alles.« Als nun die Königstochter mit der Sonne gegessen und die Knöchlein gesammelt hatte, ging sie weiter und fragte den Mond. Auch er kochte eine Hühnersuppe und sagte, »Es tut mir leid, aber ich habe letzte Nacht nicht geschienen. Ich weiß rein gar nichts von einem weißen Wolf.« Da weinte das Mädchen und rief, »O Himmel, wen soll ich denn nun noch fragen?« »Ach, nun Geduld, mein Kind«, sprach der Mond, »vorm Essen ist kein Tanz. Setz dich und iss die Hühnersuppe mit mir und nimm auch die Knöchlein mit. Du wirst sie sicherlich brauchen.« Aber etwas Neues weiß ich doch. Das schwarze Männchen im gläsernen Berg, das hält heute Hochzeit. Der Mann im Mond ist auch dazu eingeladen. »Ach, der gläserne Berg? Dahin hat mich doch der weiße Wolf tragen sollen.« »Nun, bis dorthin kann ich dir schon leuchten und den Weg zeigen. Sonst könntest du dich leicht verirren, denn ich zum Beispiel bestehe ganz und gar aus lauter gläsernen Bergen. Nimm also hübsch alle deine Hühnerknöchelchen mit dir.« Das tat die Prinzessin, aber in der Eile vergaß sie ein Knöchelchen. Bald stand sie an dem gläsernen Berge, der war so glatt und klitschig, dass man nicht hinaufkommen konnte. Da nahm die Königstochter alle Hühnerknöchelchen von der alten Waldmutter, vom Winde, von der Sonne und vom Mond und machte sich daraus eine Leiter. Die wurde lang, sehr lang. Aber, oh weh, zuletzt fehlte noch eine einzige Sprosse. Da schnitt sich die Prinzessin kurzerhand ein Stück von ihrem kleinen Finger ab und sie konnte nun rasch zum Gipfel des gläsernen Berges klimmen. Oben war eine große Öffnung, durch die eine schöne Treppe nach unten führte, und alles war voll Glanz und Pracht. Der Saal war voller Hochzeitsgäste und vieler Musikanten, und die Tafeln waren reich besetzt, und da saß auch das schwarze Männlein, und an seiner Seite eine Dame, die war seine Braut. Das schwarze Männlein aber schien traurig zu sein, und der Königstochter tat es auch so weh, dass sie zu spät gekommen war, und dass das schwarze Männlein so traurig war, und so dachte sie bei sich, »Ich will ein Lied von dem weißen Wolf singen, vielleicht erkennt er mich dann.« Denn er hatte sie noch nicht gesehen, folglich auch nicht wiedererkannt. Da sah sie eine Harfe an der Wand stehen, die nahm sie und begann zu singen. »Deinen besten Hund, den mag ich nicht, mir ist was anderes lieb. Die jüngste Königstochter, der weiße Wolf, der lief davon, sie weiß nicht, wo er blieb, die jüngste Königstochter.« Da horchte das schwarze Männlein hoch auf, aber die Prinzessin fuhr fort zu spielen und zu singen. »Sie ist dem Wolfe nachgereist, schnitt ab ihr Fingerglied, die jüngste Königstochter. Nun ist sie da, du kennst sie nicht? Traurig singt sie dir dies Lied, die jüngste Königstochter.« Da sprang das schwarze Männlein von seinem Sitz auf und war plötzlich ein wunderschöner Prinz, der auf sie zueilte und sie in seine Arme schloss. Alles war Zauber gewesen. Der Prinz war in das alte Männlein, in den weißen Wolf und in den gläsernen Berg hineingezaubert worden, und das so lange, bis sich eine Prinzessin, um zu ihm zu gelangen, ein Glied von ihrem kleinen Finger kosten lassen würde. Wäre das nun in einer gewissen Zeit nicht geschehen, so hätte er eine andere freien und ein schwarzes Männlein bleiben müssen. Nun aber war der Zauber gelöst. Die falsche Braut verschwand, der entzauberte Prinz heiratete die Königstochter, reiste darauf mit ihr zu ihrem Vater, der sich herzlich freute bis an ihr Ende. Sollte das aber nicht erfolgt sein, so ist es einigermaßen wahrscheinlich, dass sie noch heute leben.